Hallo liebe Spielefreunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Special-Video, in dem wir die Leistung von PlayStation 4 Pro und der regulären PS4 gegenüberstellen. Heute wollen wir uns mit dem Mehrspieler-Modus beschäftigen und das machen wir anhand des Beispiels von Battlefield 1. Demonstrieren möchten wir euch die Unterschiede anhand von zwei Mehrspieler-Maps, nämlich die Narbe von St. Quentin, die ihr hier bereits sehen könnt, und später werden wir uns auch noch mit der Karte Monte Grappa beschäftigen. Wir haben sowohl die PlayStation 4 Pro als auch die normale PS4 im 1080p-Modus gespielt und während wir hier auf der Narbe von St. Quentin auf den Bauernhof bzw. dieses kleine Dorf zu laufen, da könnt ihr insbesondere an den Bäumen erkennen, dass die Bildschärfe auf der PlayStation 4 Pro eine kleine Ecke höher ausfällt, als das in der regulären Version der Fall ist. Auch hier erkennt ihr im Baum geradeaus bzw. links und den Dachziegeln rechts, dass die Bildschärfe etwas höher ausfällt. Wenn ihr auf den Boden schaut, dann erkennt ihr auch, dass im Bereich der Schatteneffekte kleine Vorteile für PS4 Pro bestehen. Bei der Bildrate allerdings gibt es keine sichtbaren oder spielverändernden Unterschiede. Genauso wie auf der Narbe von St. Quentin hatten wir auch in den Partien auf der Karte Monte Grappa die volle Spielerzahl von 64 Spielern erreicht. Und auch hier zeigen sich, abgesehen von der höheren Bildschärfe und dem einen oder anderen etwas besseren Effekt auf PlayStation 4 Pro, keine nennenswerten Unterschiede bei der Bildrate. Vollkommen identische Situationen sind natürlich kaum zu erzeugen, allerdings deutet sich doch sehr stark an, dass auch in der Spitze, das heißt wenn zum Beispiel mal mehrere Panzer auf dem Bildschirm erscheinen oder auch mehrere Flugzeuge, dass die Bildrate, wenn sie dann mal leicht einknicken sollte, das auf beiden Plattformen ungefähr im selben Maße der Fall ist. Eine schlechte Nachricht ist es indes nicht, dass die Leistung auf PlayStation 4 Pro in Battlefield 1 im Multiplayer-Modus nicht höher ausfällt, ganz einfach deshalb, weil die Performance absolut in Ordnung ist. PlayStation 4 Pro-Besitzer haben aber trotzdem natürlich einen Vorteil und der ist visueller Natur. Das fällt zwar während des Spielens in den Multiplayer-Gefechten gar nicht groß weiter auf, allerdings ist die faktische Vorteilslage nicht zu leugnen. Und viel mehr als dieser visuelle Vorteil, der sollte es ja auch gar nicht sein. Nicht nur, weil Sony das von den Entwicklern verlangt hat, sondern eben auch deshalb, weil die Besitzer einer normalen PS4 ja nicht im Multiplayer-Modus einen spielerischen Nachteil gegenüber den PS4 Pro-Besitzern haben sollten. Klar ist damit aber auch, dass die Anschaffung einer PlayStation 4 Pro nicht vonnöten ist, um irgendwie das Spielerlebnis verbessern zu können. Nicht einmal bei den Ladezeiten seid ihr irgendwie auch nur ansatzweise im Vorteil. Allerdings wird euch das ja auch wenig bringen, denn es dauert ja grundsätzlich eine Zeit lang, bis die Partie überhaupt erstmal gestartet ist. Für Freunde des Solo-Modus, da möchten wir natürlich in diesem Video dann trotzdem nochmal drauf eingehen, ergibt sich ein ähnliches Bild. Das heißt, es wird im Bereich der Effekte ein bisschen besser und auch die Bildschärfe insgesamt, die steigt mit der PlayStation 4 Pro etwas an. Aber auch da hält sich der Mehrwert so stark in Grenzen, dass sich die Anschaffung einer PS4 Pro allein dafür gewiss nicht lohnt. Egal ob in der Solo-Kampagne oder eben auch im Mehrspieler-Modus, die PlayStation 4 Pro, die gewährt euch keine nennenswerten Vorteile, abseits derer, die rein visueller Natur sind. Auch für mehrspieler-affine Spieler gibt es aktuell also keinen Grund zu sagen, man müsse jetzt unbedingt eine PlayStation 4 Pro haben. Alle weiteren aktuellen Informationen zur PlayStation 4 Pro erhaltet ihr wie üblich auf gamersglobal.de.